Hallo zu Objektiv. Für diese halbe Stunde haben wir uns wieder viel vorgenommen. Ich freue mich, wenn Sie mitkommen. Das steht heute an. Bäume für die Innenstadt. Ein Weiher zum Urlaub machen. Ein Verwalter fürs Schloss. Und ein Akrobat für den Stadtpark. Sie haben das im Vorspann schon gesehen. Wir sind heute zu Beginn auch etwas künstlerisch unterwegs. Jede Art von Kultur kann den Alltag etwas spannender oder bunter machen. Entlang des Mittelrheins sind mir zahlreiche Skulpturen aufgefallen, die ich Ihnen in den Bildern des Monats zeige. Die Bahn hat in den letzten Jahren zehntausende Bäume rund um ihre Gleise gefällt. Der Aufwand dafür soll pro Jahr bei rund 130 Millionen Euro liegen, zum Abholzen. Und er geht weiter. Nötig wird es laut Bahn, weil es immer mehr Stürme gibt und die Gefahr besteht, dass Bäume sonst auf die Gleise fallen. Wo sie nah an einem Abhang zu Schienen stehen, besteht ein größeres Risiko, dass sie abbrechen. In Innenstädten hat man andere Probleme mit den Bäumen. Sie haben seit Jahrzehnten mit Abgasen und dichter Bebauung zu kämpfen, aber auch mit der Trockenheit oder Schädlingen. Der Ahorn wird bald ganz aus Innenstädten verschwinden. Er fühlt sich im Wald einfach wohler. Ganz spannend ist die Silberlinde. Sie dreht ihre Blätter um, wenn es heiß wird. Dann wechselt die weiße Unterseite nach oben und kann so die Sonne reflektieren. Clever. In heißen Sommern tut es der Innenstadt auf alle Fälle gut, wenn Blätter Schatten spenden. Ein Paar aus Kaiserslautern setzt sich dafür ein, dass das so bleibt. Das Ehepaar Anna und Klaus Breuer wohnt mitten in Kaiserslautern. Der Weg zur Arbeit ist vor allem für sie als Ärztin zu Fuß nicht weit, da sie im nahegelegenen Klinikum arbeitet und auch fußläufig zu ihrer Schmerztherapiepraxis kommt, die sie nebenher betreibt. Beide sind gerne mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs und möchten trotz Innenstadt Natur um sich haben. Denn Pflanzen sehen auch in der Stadt nicht nur schön aus, sie sind auch wichtig für uns Menschen. Um wieder mehr Mehlbeeren und Hainbuchen in die Stadt zu bekommen, haben sich die beiden entschlossen, selbst für Bäume zu spenden. Also angefangen hat alles 2012. Damals mussten ganz viele Robinien gefällt werden. Das war ein Eschenschwammbaumpilz, der die Robinien befallen hatte. Und es wurden dann so 150 Bäume gefällt. Und das war der Anfang, warum wir gesagt haben, oh Gott, das muss nachgepflanzt werden. Eine Stadt ohne Bäume finden wir jetzt nicht so attraktiv. Es musste also eine Idee her, wie man Ersatz für das fehlende Grün bekommt. Doch wieso kommen Bürger für die neue Bepflanzung auf? Die Stadt selbst pflanzt Bäume, auch jährlich nach, aber es ist, ein Baum kostet, wenn wir ihn spenden, für 800 Euro. Und wenn dann von einem Schlag auf den anderen ungeplant 150 Bäume neu nachzupflanzen sind, dann ist das eben auch für unsere Stadt schwer zu stemmen. Nach mittlerweile 4 und 5 Jahren haben sich die ersten Bäume gut entwickelt. Damals musste erstmal geklärt werden, wie man eigentlich Bäume spenden kann. Ja, wir haben Kontakt aufgenommen mit der Stadt und haben uns mit dem Grünflächenamt, mit Mitarbeitern dort getroffen und geklärt, dass das Grünflächenamt Planungsaufgaben, wo man wie einen Baum hinpflanzen kann und welcher Baum gepflanzt werden kann, vorbereitet und uns jeweils zum Jahresanfang eine Liste von möglichen Baumstandorten zur Verfügung stellt, aus denen wir wählen können. Wir haben in der Zwischenzeit mit unserer Spendenplattform Geld für 1, 2, 3 Bäume gesammelt und können dann der Stadt sagen, wir können für 3 Bäume Geld spenden. Es sollte auch nicht bei einer einzelnen Robinie bleiben.
dann überweisen wir über den BUND, wo wir das Geld sammeln, weil es dort gemeinnützig gut aufgehoben ist, an die Stadt und zweckgebunden für den Zweck fürs Grünflächenamt die Bäume zu pflanzen. Und das hat wunderbar geklappt, sodass dann typischerweise kurze Zeit danach das Grünflächenamt und die Stadtbildpflege, die die Baumpflanzung dann durchführt, uns Feedback geben kann. Die Bäume sind gepflanzt, so wie hier in der Eichenstraße. Das Budget der Städte ist gering. Durch die privaten Spenden können zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Hier in der Straße treffen die beiden dann auf den nächsten Baum, der mit Spendengeldern finanziert wurde. Die Idee, mit Bäumen zu pflanzen durch Beteiligung von Spenden, kennt man ja in Landkreisen oder so. Da ist es relativ einfach möglich, weil dort gut Land zur Verfügung steht, wo man Bäume pflanzen kann, wo das auch häufig passiert. Aber wir kennen es auch aus Großstädten. Wir haben uns damals erkundigt, wie ist denn das mit Baumpflanzungen? Da gab es Aktionen in Berlin und in Hamburg, an denen wir uns orientiert haben, wo das Ganze natürlich im größeren Maßstab möglich ist. Aber das hat uns so ein bisschen die Idee gegeben, die Idee zu kopieren, eine Organisation zu bilden, dass nicht nur wir einen Baum mal spenden, sondern dass wir Freunde und Mitbürger animieren, das zu machen. Und das trifft auf eine gewisse Gegenliebe. Das freut uns sehr. Bei mancher Straße gibt schon der Name vor, welche Sorte dahin muss. Dem Paar war es wichtig, dass Bäume angepflanzt werden, die typisch sind für die Region. Bäume, die für unser Klima gemacht sind. Sie haben für beide eine große Bedeutung. Also für mich sind es ja in erster Linie im Sommer, wenn es jetzt so heiß ist wie heute, Schattenspender. Geben Kühle ab, aber auch aus Umweltgründen. Sie filtern Partikel, geben Sauerstoff ab. Und ich weiß, dass dir der Artenreichtum immer wichtig ist. Genau, dass wir hier eine Heimstätte haben für Insekten oder Vögel, die sich darin wohlfühlen. Ja, Feuchtigkeit, die sie ausgeben durch ihre Verdunstungsmöglichkeiten, ist auch etwas, was wir bei so heißem Wetter wie heute durchaus gerne spüren. Sie spenden Schatten für die Häuser, ebenso wie für die Fußgänger und Autofahrer. Die Temperatur darunter ist im Sommer tatsächlich merklich angenehmer. Auch auf dem Rad ist es viel entspannter, teilweise im Schatten zu fahren, wenn die Sonne stark scheint, oder etwas trockener, wenn es regnet. Es gibt noch viel Platz für Bäume in unseren Städten. Die Aktion kann also weitergehen. Der Westerwald ist nicht nur für viele Bäume bekannt, sondern auch für Wasser. 7 Stauseen machen einen Sommerurlaub an der Westerwälder Seenplatte zu einem Familienerlebnis. Da die Seen nicht sehr tief sind, werden sie oft auch als Weiher bezeichnet. Wie der größte von allen. Den besuchen wir jetzt. Der Westerwald ist für seine Seenplatte bekannt, aber wir waren noch nie da. Da es am Wasser fast immer schön ist, mussten wir nun endlich mal hierher kommen und wir haben uns gleich den größten Weiher ausgesucht, den Dreifelder Weiher. Einen Ort neben dem Schrottplatz der Ludolfs, die aus dem Fernsehen bekannt sind, soll es einen Campingplatz geben. Aber was wir sehen, sieht viel luxuriöser aus. Hier stehen nicht nur Wohnwagen, sondern richtige kleine Häuschen mit Seeblick. Da dürfen wir auch mal reinschauen. Die Lodges sind sogar mit nautischem Flair eingerichtet. Aber gibt es hier auch Wohnwagen? Wir finden zwischen den Bäumen am Wasser wieder eine Schlafunterkunft. Dieses Mal sind es Holzfässer, wie wir sie schon am Mittelrhein gesehen haben. Auch hier kann man übernachten, ganz für sich und am Wasser. Aber es gibt sie doch, Wohnwagen. Auch mit den üblichen Anbauten, sodass das Leben auf dem Campingplatz fast schon zur Heimat wird. Ein Gast lässt uns auch mal reinschauen. Hier ist der Wohnwagen. Ja. Das ist also quasi mehr oder weniger Schlafbereich. Mhm. Und im Wohnwagen wird nicht gekocht, ne, ja. wegen dem Geruch. Ja. Und gekocht wird also hier. Mhm. Und hier ist dann eine Kochmulde, hier unten ist die Gasflasche drin. Hier habe ich fließend Wasser. Ja. Ne? Und ja, hier ist dann der Katalytofen, der wird mit Gas betrieben, wenn es nachts wird, wird schon kühl. Mhm. Und dann hat man ein bisschen warm. Ja. Und wie oft sind Sie hier? Jedes Wochenende oder den ganzen Sommer? Und ich bin quasi seit Mai.
ja. bin ich hier. Bis mhm. zum bitteren Ende. Ja. Das wäre also im Oktober. Ja. Also, so lange bleibe ich und dann mache ich dich. Dann hänge ich alles ab, dann werden die ganzen Elektrogeräte werden verstaut. Mhm. Hier wird abgehangen und dann war's das. Bis ja. nächstes Jahr. Und warum hier auf dem Campingplatz? Haben Sie zu Hause keinen Garten oder so? Garten schon, aber Camping ist was anderes wie zu Hause. Ja. Ja, also ich habe immer Spaß dran und mir gefällt es und deswegen mache ich es. Ja. Ja, gut. Ist es keine Belastung, sozusagen zwei Haushalte zu pflegen? Nein. Nee. Ja. Ist ja. nicht. Meine Wohnung zu Hause, ich bin ja nicht zu Hause. Muss ja. ich nur ab und zu mal Staub wischen. Im Sommer entspannen die Gäste hier auf der Wiese. Es darf gebadet werden im Dreifelder Weiher. Man kann aber auch mit dem Paddelboot fahren. Da nimmt uns der Vermieter Willi Schneider direkt mal mit. Ihm gehört hier fast alles, auch das Café-Restaurant. Er wohnt schon immer hier am Wasser. Wir fahren schon mal in die Stadt. Nur um mal zu sehen, wie schön wir zu Hause haben, weil man sieht es ja meistens gar nicht mehr zu Hause. Ja. Wenn wir aus dem Fenster gucken, dann sehen wir nur die Arbeit. Da müssen Rasen gemäht werden, die Bäume müssen geschnitten werden. Mhm. Und wenn man dann aus der Stadt zurückkommt, dann denkt man, oh, wo ist ja doch schön. Heimat, ne? Ja. Wie verbringen Sie hier den Alltag, wenn Sie hier sind? Wenn schön Wetter ist, gehe ich schwimmen, ich fahre mit dem Boot raus. Wir gehen spazieren, hier kann man schön spazieren gehen. Mhm. Na, letztes Mal waren wir auf der Alpenrote Hütte, mhm. sind mit dem Planwagen wieder heimgefahren. Mhm. Na, also hier hat man schon Beschäftigung, man kann Fahrrad fahren, also hier ist Westerwald schön. Wer macht denn hier Urlaub? Zu uns kommen hauptsächlich Familien mit Kleinkindern oder auch Senioren, die im Winter und im Herbst zu uns wandern kommen. Bei uns ist halt eben ein Bereich oder ein Platz, wo man die Seele baumeln lassen kann. Ein Entschleunigungsfleckchen Erde. Und es funktioniert bei Ihren Gästen auch, wie Sie schon gemerkt haben, dass die danach viel entspannter sind. Ja, der Stress mittlerweile ist so stark, dass die Leute Plätze suchen, wo man sich auch mal ein bisschen entspannen kann, wo man Ruhe hat und vielleicht auch wieder zu sich selbst findet. Und wir haben also die Erfahrung gemacht, viele Leute kommen sehr gestresst an, wenn die 8 Tage bei uns waren und fahren dann wieder entschleunigt nach Hause und sind zufrieden, dann sagen wir, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Und wenn man dann doch nicht nur sich ausruhen will, sondern ein bisschen was machen will, was kann man denn hier alles unternehmen? Also um die Westerwälder Seenplatte sind wunderschöne Wanderwege, gut ausgeschilderte Radwanderwege, die man nutzen kann. Die Stadt Hachenburg ist ca. 7 Kilometer von uns entfernt. Die hat ein reichhaltiges Kulturangebot an Wochenenden oder auch donnerstags den Alten Markt. Also wenn man mal bei uns ist, ist für jeden was da. Die Sauberkeit aller Seen in Rheinland-Pfalz wird regelmäßig getestet. Viele Pflanzen hier lassen sich nur da nieder, wo das Wasser sauber ist. Wie tief ist der See jetzt an der Stelle? An jeder Stelle ist er jetzt ungefähr 1,50 Meter, 2 Meter. Da hinten, wo der Ablauf ist, da nennt sich Mönch, da ist er 7 Meter. Das ist der tiefste Punkt? Der tiefste Punkt vom See, ja. Am See wurde es irgendwann recht voll, deshalb werden für Kurzzeitgäste auch Wiesen auf der anderen Seite der Straße angeboten. Hier ist man unmittelbar am Wald und wenn man noch ein paar Schritte weiter geht, kommt man schon an den nächsten See, den Hoffmannsweiher. Er ist nur ein Achtel so groß wie der Dreifelder Weiher und hier ist es dann wirklich so richtig ruhig. Was wir erstmal nicht ahnen, diese Landschaftsweiher wurden gar nicht von der Natur gestaltet. Die Westerwälder Seenplatte ist vor ca. 300 Jahren vom Fürst zu Wied in Frondienst der Bürger geschaffen worden. Das waren alles Wiesen, die sind ausgegraben worden mit Eselskarren. Man hat künstliche Dämme geschaffen und hat dann einen Bach gestaut, die Wied, die in Neuwied in den Rhein fließt. Dadurch ist zum Beispiel der Dreifelder Weiher entstanden. Und bei den anderen Seen war es ähnlich. Und warum hat man das gemacht? Das hat man hauptsächlich dafür gemacht, um für die Kirchenfürsten frischen Fisch zu haben. Und freitags wurde ja Fisch gegessen. Und auch die fürstlich-wiedische Fischzucht, die es bis ca. 1975 gab, die hat auch damit ihr Geld gemacht. Unterlagen aus dem 12. Jahrhundert belegen, dass hier bereits vor 900 Jahren Mönche Fischzucht betrieben. Sie legten im sumpfigen Gebiet die ersten großen Teiche an, so auch den Dreifelder Weiher. Fische gibt es hier auch heute noch und viele Menschen, die hier gerne Urlaub machen, mitten im Westerwald.
wieder weiter Richtung Süden. Vom Hartgebirge aus gibt es wunderschöne Aussichten über Weinberge auf die Rheinebene. Das hat selbst den König von Bayern so begeistert, dass er sich dort ein Schloss bauen ließ. Heute kann man da zumindest noch seinen Schlossverwalter treffen, der einiges aus dem königlichen Nähkästchen plaudert. Von oben kommt der Verwalter über die Treppe zu den Gästen. Er wird sie führen durch ein kleines Schloss, das uns am wahren Adelsleben vor 160 Jahren teilhaben lässt. Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein Name ist Erhard Zürner. Ich bin der königliche Schlossverwalter. Ich habe Sie nun die Erbe durch die Wiener Ludwigshöhe zu führen. Manfred Uhl spielt den Schlossverwalter Erhard Zürner, der die meiste Zeit des Jahres das Schloss eben nur verwaltete. Lange wartend, bis der abgedankte König die Residenz alle 2 Jahre wieder besuchte. Der Schlossverwalter war hier über viele Jahre und teilweise allein mit seiner Frau, weil die Adligen gar nicht da waren. Warum? Wo waren die denn? Die Adligen waren mitunter 8 Jahre lang in München oder an den Städten, wo sie gewohnt haben. König Ludwig zum Beispiel war auch eine lange Zeit in Würzburg, wo sein Sohn, der Prinzregent, geboren wurde und ab 1856 dann 8-mal in der Villa Ludwigshöhe, die Sie hier sehen. Und ich bin ein Militär gewesen im richtigen Leben und wurde, weil ich mich da ausgezeichnet habe, sozusagen als Schlossverwalter eingesetzt. Fragen Sie mich nicht nach Zahlen, ich bin ja schon tot. Ludwig hatte den Königstitel mittlerweile an Sohn Maximilian abgegeben. Das hinderte ihn nicht daran, seinen Geburtstag pompös auf der Ludwigshöhe zu zelebrieren. Noch heute findet deshalb Ende August das Schlossfest statt. Originale Möbel gibt es hier kaum welche, denn die Villa war auch damals das Jahr über nicht möbliert. Im 19. Jahrhundert war es üblich, dass die Regierenden sich eine Sommerresidenz leisteten. Den Hofstaat und die Möbel brachten sie von ihrem Regierungssitz mit. Anfangs per Kutsche, gegen Ende mit der Eisenbahn. Die Pfalz gehörte damals zu Bayern. Das blieb noch bis weit ins 20. Jahrhundert so. Ludwig I. von Bayern war solch ein Fan italienischer Baukultur, dass er sich sein Sommerschloss in italienischem Stil bauen ließ. Man erkennt außen eindeutig die Antike der Römer. Dort, wo der Pfälzer Wald in die Rheinebene übergeht, blickte König Ludwig I. von Bayern hinunter über Rot und Edenkoben auf die Pfalz in Richtung München. Bis dorthin kann man zwar nicht sehen, doch bei gutem Wetter immerhin über den Speyerer Dom bis zum Schwarzwald. Damit liegt das Schloss unterhalb der mittelalterlichen Riedburg, aber so hoch hinauf wollte man dann doch nicht fahren. Schließlich mussten der Prinzregent und seine Gemahlin sonntags in 2 verschiedene Kirchen gehen. Er als Katholik nach Edenkoben, sie durch Rot in die evangelische Pfarrkirche. Die prachtvolle Ortsstraße nennt sich daher noch heute Theresienstraße. 2 Etagen, 4 Flügel und ein riesiger Park. Park? Der Rheingraben ist wohl einer der schönsten Ecken seines Regierungsbezirkes und er war ja selbst Pfälzer. Er stammt ja aus der Linie der Wittelsbacher Zweibrücken Birkenfeld und er liebte seine Heimat. Sein Hofbaumeister, der diese Villa hier gebaut hat, sagte einmal, warum wollen Sie nicht so einen schönen Schlosspark wie in Versailles oder sonst oder wie in Schwetzingen, da war ja auch ein Wittelsbacher. Dann sagte er, schauen Sie mal hier hinunter, lieber Herr von Glinze, was sehen Sie denn hier? Und dann sagte er, ja, ich sehe die Natur. Und König Ludwig antwortete, sehen Sie, das ist mein Garten. Innen sehen wir wieder italienischen Stil. Gemalt wie einst in Pompeji, aber im Gegensatz dazu nicht verschüttet. Mancher Drache an den Wänden erinnert nicht zufällig an einen Pfälzer Elvedritsch. Haben sich die Menschen hier als Bayern oder als Pfälzer gefühlt? Sie waren Pfälzer, mit Sicherheit, ja. In den 70er Jahren hat das Land Rheinland-Pfalz unter Leitung Helmut Kohls die Villa gekauft und nutzt sie vor allem kulturell. Ein Brückenschlag zum Bauherrn, denn Ludwig war selbst ein Fan und Förderer der Kunst. Er liebte die Bilder genauso wie die Frauen. Von beiden hat er zahlreiche. Die Gemälde heute in der Villa sind unter anderem von Max Levogt. Konzerte veranstaltet die Villa Musica. Am deutschen Strom, am grünen Rheine, ziehst du dich hin, Hochpfälzerland. Wie lächelst du im Frühlingsschmucke,
wie glänzt des Stromes Silberband. Kastanien umrahmen den königlichen Balkon noch heute. Ludwig kannte die Pfalz nur in der schönen Jahreszeit. Daher gab es nicht mal eine Heizung. Warm wurde es nur in der Küche. Den gefliesten Ofen findet man so nur einmal auf der Welt. Er ist erhalten, er wurde nicht nach den Besuchen zurück ins bayerische Kernland transportiert. Einen Drive-In hatte das Schloss übrigens auch. Wenn Ludwig und Therese im Schloss eintrafen, fuhren sie mit ihrer Kutsche durch ein Tor und stiegen im Gebäude aus. Die Kutsche fuhr weiter durch den Hof, passierte das Gebäude ein weiteres Mal und fuhr durch ein anderes Tor auf der Rückseite wieder aus dem Schloss heraus. Zum Wenden war im Schlosshof einfach kein Platz. Der Hof war aber auch nur zu diesem Zwecke da und um Licht zu spenden. Als Terrasse oder Ruhegarten wurde er nie genutzt. Stellt man sich das manchmal vor? Man würde jetzt wirklich damals leben? Also wenn ich den Fahrtweg hier antrete von Hasloch, wo ich wohne, klingt jetzt ein bisschen komisch, dann versetze ich mich immer schon so ein bisschen in die Zeit, wie das da war. Und tatsächlich gelingt mir während der Vorstellung schon so eine Art geistige Verbindung herzustellen. Und natürlich spüre ich auch eine gewisse Ehrfurcht oder so eine Demut, denn es ist ja kein Spielzeug, sondern das war ja tatsächlich hier alles und das weiß ich schon. Ja, da fühle ich mich schon verbunden mit diesen Königen von Bayern. Ja. Verschiedene Themenführungen erwarten die Besucher auf der Ludwigshöhe. Die Landschaft drumherum ist auch ohne Führung traumhaft. Mit einem Glas Pfälzer Wein in einem gemütlichen Lokal fühlt man sich schnell so herrschaftlich wie der König. Herrschaftlich und immer nach Etikette. Das klingt nach Luxus. Aber viel entspannender ist es doch, seinen Alltag ganz leger zu genießen. Sich im Sommer mal auf die Wiesen zu setzen. Drumherum spielen Kinder, Studenten zupfen die Gitarre und vielleicht kommen sogar ein paar Akrobaten vorbei. Ja, das sieht man durchaus in den öffentlichen Parks. Eine Gruppe von Artisten lernen wir näher kennen. Was für Lichter wählen da so wild durch den Stadtpark? Die jungen Menschen, die dahinter fast im Dunkeln verschwinden, treffen sich da regelmäßig. Bringen wir etwas Licht ins Dunkel, denn wir sind schon am frühen Abend da. Die Jongliergruppe der Technischen Uni Kaiserslautern trifft sich jeden Donnerstagabend im Park. Da wird natürlich jongliert. Auf Brettern, mit Kegeln, mit Bällen. Aaron Römer konnte noch nicht viel, als er in die Gruppe kam. Von einem anderen Teilnehmer hat er dann einiges gelernt und mittlerweile hat er selbst alle Tricks drauf. Ist es nicht anstrengend, sich zu konzentrieren auf verschiedene Sachen und dann auch noch Fragen zu beantworten? Nein, keineswegs. Das ist alles eine Sache der Übung, wie man schon so hört. Übung macht den Meister. Das muss man auch als Jongleur immer wieder hören, auch wenn man es selber im eigenen Leib weiß. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Warst du schon in der Kindheit mit sowas beschäftigt? Keineswegs. Ich habe das Ganze erst angefangen mit 17. Aufgrund eines Lehrers, der gemeint hat, jeder kann das lernen, einen Schulsport dann zu machen, benotet. Und als ich dann in die Uni kam, eine Jongliergruppe gefunden habe, dann war das halt die Gelegenheit, das Ganze weiter auszubauen. Mhm. Mit Leuten, die das eben auch schon viel länger geübt haben. Jeder Teilnehmer übt das, was ihm liegt, und nach was ihm heute ist. Es kommen nicht nur Studierende zu den Treffen. Ein Gegenstand muss sich immer in der Luft befinden. Wie übt man das am besten? Lieber öfter mal kürzer als einmal am Stück lang. Mhm. Beim Jonglieren nicht anders wie beim Lesen oder sonst was. Ich habe zuerst mit Tischern gelernt, das fiel mir leicht, ja. Weil ich bin Grundschullehrer und wollte das im Sportunterricht der Grundschule aufnehmen. Und dann fliegen die halt so schön langsam. Und danach habe ich es mit Bällen versucht. Ja, da es eine Universität ist, kommen natürlich auch immer Studenten, die noch nie drei Bälle in der Hand hatten quasi. Das bleibt nicht aus. Heute wird alles, was Aaron gelernt hat, mal wieder ausprobiert. Die Keulen auf der Stirn sind eine Herausforderung. Besonders wenn er noch auf einem Brett steht, das auf einer Rolle balanciert.
Ach ja, Aaron von der Rolle nennt er sich auch, wenn er Auftritte hat. Mit seiner Akrobatik tritt er nämlich auch auf kleinen Veranstaltungen und Firmenfesten auf oder auf Mittelaltermärkten. Was macht man denn als erstes, wenn man so als Newcomer was Neues ausprobieren will? Ja, das kommt aufs Alter an, weil man noch sehr jung ist, ist erstmal nur ein Ball. Als Student fängt man dann eher schon mit zwei Bällen an. Ja. Aber das Jonglieren mit den Bällen ist so das Typische, was man als erstes macht. Es gibt natürlich noch Jongliertücher, aber so draußen sind die keine Option, die wehen sofort weg. Diese Art des Varietés wurde wohl gerade nicht von den Römern ausgeübt, aber schon vor der Antike in China und in Indien, vermutlich auch bei den Azteken. Die Teilnehmer helfen sich gegenseitig und üben miteinander. Balance, Koordination. Mit wie vielen kannst du maximal? Aber bei mir geht es dann darauf, dass ich zwei zusammenwerfe. Jedes Mal schauen auch Leute zu, von weiter weg oder Kinder kommen meist direkt her und wollen mitmachen. Einmal selbst Akrobatin zu sein, scheint den Mädchen große Freude zu machen. Da kann man gar nicht mehr Nein sagen und bringt dem Nachwuchs einfache Bewegungen bei. Wird ja irgendwann dunkel. Das stört die meisten Kinder hier nicht. Man lernt auf jeden Fall neue Leute kennen. Du balancierst hier auch. Wie lange braucht man, um sowas zu lernen? Das Balancieren, auch wenn es am Anfang sehr erstaunlich ist, man selber ausprobiert, lernt man am allerschnellsten. 2-3 Tage. Und im Vergleich dazu, 3 Bälle jonglieren, das kann schon gerne mal länger als eine Woche dauern. Und wie oft übst du? Jede Woche, wenn ihr euch trefft oder auch zwischendurch? Eine Zeit lang habe ich tatsächlich jeden Tag geübt, für über ein Jahr. Mittlerweile ist mit den Prüfungen etwas stressig und dann ist nicht mehr so oft Üben drin. Ja, aber zu Hause in der Wohnung kannst du es nicht machen, oder? Naja, man muss halt ein bisschen niedriger jonglieren, aber man kann auch in der Wohnung üben, ja. Zumindest mit Bällen. Einige Übungen kann man ganz gut gemeinsam machen. Und jetzt bist du jede Woche dabei hier? Ja, ich bin ziemlich treuer und... ja, cool. Die Parks mitten in unseren Städten bringen die Leute raus aus den Wohnungen, lassen Kontakte entstehen. Menschen toben sich aus. Junge und Alte spielen Fußball, Wikingerschach, manchmal Gitarre. Bei schlechtem Wetter wird in einer Halle der Uni geübt. Wenn es dunkel wird, wird der Kaiserslauterer Stadtpark leerer. Die vielen Menschen sind weg, die Sonne ist weg. Erst jetzt ist die Möglichkeit da, mit Lichtern zu spielen und Figuren zu machen. Aaron wird so zum Tänzer. Das Hobby ist also nicht nur für die Koordination gut. Es gibt sich ziemlich automatisch, weil die Poise springen sich ja in eine Richtung. Ja. Und dann die Richtungsänderung ist dann mit relativ viel Mühe verbunden. Sowas. Und dann kann man in die andere Richtung spielen. Aber ansonsten passen die alle gut zusammen. Rein aus dem Schwung. Wenn es so warm bleibt, macht die Jongliergruppe von der Technischen Universität auf nächsten Donnerstag wieder Zirkus im Stadtpark, um miteinander zu üben. Und zur Attraktion wird man dann von ganz allein. Wie spät der Abend wird, ergibt sich jede Woche. An der Luft im Grünen klingt er entspannt aus, auch wenn die Kunststücke ziemlich tricky aussehen. So sind wir am Ende der Sendung nochmal bei der Kunst angekommen und lassen es ebenfalls entspannt ausklingen. Tschö und bis bald bei Objektiv im Okal.